Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir auf der Opti in München und wir treffen gleich Lena Gerke, das Topmodel. Ich hoffe, sie kann uns die Frage beantworten, welche Fashion Goes und No-Goes sie uns für dieses Jahr empfiehlt. Welche 5 Tipps hättest du für unsere Zuschauer für dieses Jahr, was man in der Fashion-Welt beachten sollte? Was man in der Fashion-Welt beachten sollte? Jetzt fragst du mich mal was. Für mich gibt es eigentlich nur ein Gebot, keine 5. Und zwar das anzuziehen, wonach man sich fühlt und worin man sich einfach wohl fühlt und sich nicht verkleidet fühlt. Das ist für mich immer das Wichtigste. Leute fragen mich so oft, was sind deine Must-Haves für den Winter, für den Sommer? Und ich sage eigentlich immer das Gleiche. Ich sage, ich habe keine, weil ich gehe nicht nach Must-Haves. Klar, in manchen Seasons hast du einfach einen tollen Mantel irgendwie, der besonders ist oder eine Farbe, die jetzt gerade heraussticht. Aber ich finde immer, man sollte das seinen eigenen Stil finden, das finden irgendwie, wo drin man sich wohlfühlt und was auch zum Typ passt und wo man sich definitiv nicht verkleidet fühlt. Ja, das war jetzt Lena Gerke von der Opti hier in München. Mehr zu ihrer Brillenkollektion haben wir ein extra Video gemacht, das verlinke ich euch in der Infobox. Und wenn ihr noch mehr über den gesamten Messebesuch von der Opti 2016 sehen wollt, habe ich auch ein Video gemacht, auch in der Infobox für euch. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Was wir jetzt starten werden, klingt halt wie folgt, dass wir fürs nächste Jahr schon mal einen Look kreieren, der dann halt in den meisten Zeitschriften zu sehen sein wird. Und da geht es dann halt darum, wieder eine Natürlichkeit reinzubekommen.